Like, wenn du meinen Hund magst. Like, wenn du meine Oma magst. Like, wenn du was? Keine Kommentare, was ist hier los, Mann? Like, wenn du meinen Hund magst, like, wenn du meine Oma magst, like, wenn du was? Ah! Oh mein Gott, was wird das für ein Albtraum, Alter? Was gibt's? Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Wer es auch so findet, ein Like. Ein Like gleich ein Daily Vlog. Brauchst du dich zu liken? Like den Kommentar, wenn ihr das auch findet. Like, wenn ihr der gleichen Meinung seid. Wer Moritz nicht mag, like den. What the f***? Okay, Leute, ich habe das natürlich jetzt alles so ein bisschen mit Humor gemacht. Aber ich muss echt sagen, unter meinem letzten Video waren so viele Like, geile Kommentare. Ich habe damit eigentlich gemeint, dass ihr kreative Kommentare schreiben solltet, nicht Like, gleich, bla bla bla. Damit kommt ihr ab jetzt nicht mehr an die Wand, Leute. Ihr müsst wirklich kreativ sein, ihr müsst ein bisschen euer Kopf anstrengen. Trotzdem, vielen Dank für den ganzen Support. Leute, mein Video von gestern ist anscheinend irgendwie viral gegangen. Das ist so heftig angekommen bei euch. 6000 Aufrufe nach irgendwie einer Stunde oder zwei. Richtig, richtig heftig, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde so einen Teil auf jeden Fall nochmal machen, so einen ich reagiere auf meine Videos Teil. Hey, das ist gerade schon 18.24 Uhr. What the fuck? Ja, Leute, bis fucking 16 Uhr Schule. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll an solchen Tagen. Leute, schreibt Kommentare, die auch so ein bisschen Niveau haben. So ein bisschen. Ich weiß, mein Kanal hat auch kein Niveau, aber Leute, ein bisschen. Leute, ein bisschen, okay? Perfekt, Leute. Damit hätten wir das geklärt. Eine kleine Änderung. Ich schreibe jetzt hier nur noch Abo-Meilensteine hin. Zum Beispiel 8000, 9000, 10.000. Weil mir das einfach ein bisschen zu nervig war, dass die jede Stunde irgendwie zu ändern. Deswegen steht da jetzt immer nur Abo-Meilensteine. Meine To-Do-Liste ist leer. Ich habe heute absolut keine Ahnung, was ich mache. Ich glaube, ich werde erstmal die ganze Scheiße aufräumen von meinem Sketch vom Anfang. Leute, ihr müsst überlegen, wie viel Aufwand war. So viel dummer Aufwand. Für so einen Cut-Sketch. Naja, Leute, auf jeden Fall hat sich's auch eigentlich gelohnt. Ich fand es wirklich lustig, aber naja, ihr seid auf jeden Fall gerade alle. Ich muss euch jetzt erstmal aufladen. Wir sehen uns gleich. 2000 Jahre später. So, Leute, ihr habt jetzt eine Stunde lang geladen und ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe, Leute. Ich habe mein altes Rode-Mikrofon gefunden. Wie geil ist das? Ich habe jetzt endlich besseren Ton und ich habe auch schon so viele Kommentare von euch bekommen. Verbessere mal den Ton, bla bla bla. Leute, ich werde jetzt einfach mal gucken, wie der Ton so ist. Ich glaube, man muss das Ding aber hier irgendwo anschalten. Ich habe das meistens auch hauptsächlich nicht benutzt, weil mir der Ton so auf den Sack ging. Okay, hier steht das jetzt rot. Ich glaube, da ist auch kein Akku mehr drin. Ich denke mal, es wird jetzt übel rauschen, wenn ich das mal anschließe, aber wir machen es einfach mal. Ich bin mir jetzt gerade eigentlich sicher zu ungefähr 100%, dass es gerade des Todes rauscht. Deswegen muss ich dafür auf jeden Fall einen neuen Akku holen. So, Leute, ich bin jetzt hier in Aldi angekommen. Es ist scheiße, fein, nicht hier zu reden. Ich suche jetzt die neuen Volt-Batterie. Snack kann natürlich auch nicht fehlen. Hallo. Danke. Bitte. Was geht ab? Haben Sie $1 Million? Ich brauche $1 Million und dann sehen Sie ihn wieder. So. Warum funktioniert das immer nicht? Ich hoffe, das sind die richtigen Batterien. Und es leuchtet grün. Nice. So, Leute, jetzt hört ihr den neuen Ton. Leute, ich muss sagen, der Ton finde ich persönlich richtig Hammer. Ich glaube, die Leute, die mit Kopfhörern hören, oder die Leute, die auf Boxen hören, werden auf jeden Fall einen Unterschied merken. Boah, ich bin so happy, dass ich dieses Mikrofon jetzt noch habe. Leute, endlich wieder richtig geiler Ton. Wenn ihr die Arbeit schätzt, die ich hier mache, ein Like und ein Abo würde mich mega freuen. Vor allem ein Abo würde mich mega freuen, denn wir sind so knapp an den 10.000, Leute. Das würde mich so hart freuen. Wir haben alleine jetzt letztens schon durch das Video wieder 200 Abos gemacht, Leute. Ihr glaubt nicht, wie krass ich mich darüber immer freue. Vielen, vielen, vielen Dank. Also, dass sich Leute wirklich meine Videos angucken, finde ich so nice. Morgen mache ich wieder einen nicen Top-Kommentar. Also Leute, seid diesmal ein bisschen kreativer. Die Kamera ist auf jeden Fall deutlich schwerer geworden als vorher. Scheiße, scheiße. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen vom Alltag abgelenkt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Falls ja, würde ich mich echt, wie gesagt, freuen. Kommen sowieso in Zukunft noch richtig geile Projekte. Ich hoffe, ich werde dann auch in Zukunft einen neuen Kameramann finden, denn mein Kameramann ist wirklich sehr, sehr unzuverlässig. Ich werde jetzt auf jeden Fall ab jetzt Ausschau halten nach einem neuen Kameramann, der hier in meiner Umgebung wohnt. Falls ich jemanden finde, wäre auf jeden Fall mega nice. Damit würde ich sagen, das war's für den Video. Wir sehen uns morgen wieder genau an dieser Tür. Haut rein! You better believe it. Just take a bite and see.